BlizzCon. Nachdem wir letztes Jahr auf eine BlizzCon verzichten mussten, ist es dieses Jahr endlich wieder soweit. Blizzard lädt nach Anaheim und zeigt uns da, ja was wohl, das ist jetzt das große Rätselraten, im Vorfeld der BlizzCon 2013 und wir haben mal im Team gefragt, was sich die Leute denn von der BlizzCon erwarten oder auch erhoffen. Von der BlizzCon 2013 erwarte ich mir zum einen mehr Detailinformationen zu Reaper of Souls, der Erweiterung von Diablo 3, und natürlich Informationen zum neuen WoW-Addon. Allerdings hoffe ich da, dass es nicht unbedingt Warlords of Draenor sein wird, sondern vielleicht hat es ja doch was mit The Dark Below zu tun. Wer weiß. Ich bin dieses Jahr für euch vor Ort auf der BlizzCon und ich hoffe natürlich, möglichst viele Dinge Probe zu spielen. Blizzards eigenes MOBA, was ich als langer League of Legends Spieler total gerne mal selber in die Finger kriegen möchte. Ich wünsche mir mehr Informationen zum Warcraft-Film, der zweiten StarCraft 2 Erweiterung. Und ganz zum Schluss wünsche ich mir noch den Beta-Start von Heroes of the Storm. Und als WoW-Spieler und passionierter Raider natürlich hoffe ich auf die Vorstellung des neuen Add-ons. Man hat ja schon einige Dinge munkeln hören. Ich hoffe, dass es Warlords of Draenor wird. Wir werden schauen. Warlords of Draenor, The Dark Below, The Light Above, Murlocs Unleashed, wie auch immer es heißen wird. Die nächste WoW-Erweiterung ist, glaube ich, schon mal gesetzt für die BlizzCon. Da zweifelt, glaube ich, kaum noch jemand dran. Insofern, da können wir uns alle schon drauf freuen, dass wir wissen, wie es da weitergeht. Zu den anderen Spielen gibt es bestimmt auch Neuigkeiten. Bei Diablo 3 wird das Auktionshaus abgeschaltet. Da gibt es auch noch Neuigkeiten, was bei Reaper of Souls passiert. Deshalb, mein eigentliches Highlight sind gar nicht die Spiele. Da weiß man, glaube ich, was kommt, sondern das Panel zum Warcraft-Film wird, glaube ich, extrem spannend. Der Regisseur ist vor Ort. Die Dreharbeiten sollen im Januar anfangen. Das heißt, jetzt wäre mal Zeit, dass man endlich erfährt, worum es eigentlich in diesem Film geht. Vielleicht werden auch schon die ersten Schauspieler vorgestellt. Da freue ich mich also am meisten drauf. Ja, Spekulationen sind das eine, Fakten das andere. Die gibt es am Wochenende, nämlich auf unseren Webseiten, zum Beispiel auf buff.de oder pcgames.de. Schaltet da ein, da findet ihr nämlich alle Infos direkt von der BlizzCon. Videos, Fotos, alles, was wir da kriegen können. Deswegen sind wir mal gespannt, was die BlizzCon uns dieses Jahr bringt.